Gestern Abend wurde wieder eine neue Ausgabe von Let's Dance ausgestrahlt. Wer ist rausgeflogen? Und welche Kandidaten haben weiter Chancen auf den Sieg? Das erfahren Sie hier. Entsprechend der üblichen Sendetermine von Let's Dance 2023 wurde gestern Folge 9 der beliebten Tanzshow ausgestrahlt. Dabei kam es im Laufe der Sendung auch zu Tanzduellen zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten, bei denen wertvolle Extrapunkte gesammelt werden konnten. Wieder einmal war es Anna Ermakova, die das Publikum zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Luis begeistern konnte und sich somit gute Chancen auf das Siegertreppchen in der aktuellen Staffel ausrechnen kann. Aber auch in dieser Folge hat es wieder einen Promi erwischt, der die Jury nicht vollends überzeugen konnte. Nur 5 der 6 übrig verbliebenen Promis konnten daher den Sprung ins Viertelfinale schaffen. Sie möchten erfahren, wer nach der gestrigen Folge am 28. April 2023 seinen Hut nehmen musste? Hier erfahren Sie es. Let's Dance. Wer ist ausgeschieden gestern am 28. März 2023? Gestern Abend bei Let's Dance konnte die Schauspielerin Sharon Battiste mit ihrer tänzerischen Leistung nicht ins Viertelfinale einziehen. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Christian Polans war in Folge 9 Schluss für das Duo. Letzterer bedauerte einen eigenen Fehler und gab seiner Tanzpartnerin somit Rückendeckung. Nichtsdestotrotz zeigten beide eine ordentliche Leistung. Am Ende des Abends konnte Sharon Battiste 24 Punkte verbuchen. Im Zuge der Magic Moments tanzten die beiden zu Elvis Presleys Can't Help, Falling in Love. Dabei setzte Battiste mit ihrer Interpretation auf dem Parkett ein wichtiges Zeichen und rückte das Thema des kreisrunden Haarausfalls in den Vordergrund. Dieses wurde bereits öfters in der TV-Show thematisiert. Somit verlässt Sharon Battiste selbstbewusst und mit erhobenem Haupt die diesjährige Let's Dance Staffel. Let's Dance 2023. Wer ist raus? Zusammen mit Sharon Battiste sind bereits 9 Kandidatinnen und Kandidaten in der diesjährigen Ausgabe von Let's Dance 2023 ausgeschieden. In der folgenden Übersicht zeigen wir Ihnen, welche Person in welcher Folge gehen musste. Sharon Battiste, Show 9, Crescenzi Cavazzi, Show 8, Michael Mimi Kraus, Show 7, Ali Güngör Müs, Show 7, Sally Özcan, Show 5, Younes Zaru, Show 4, Natalia Jegorova, Show 3, Abdelkarim, Show 2. Alex Mareille Peter, Show 1. Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind bei Let's Dance 2023 weiter? Zu Beginn der aktuellen Staffel kämpften 14 Promis um das Siegertreppchen. Nachdem mittlerweile 9 Kandidatinnen und Kandidaten ausgeschieden sind, haben folgende 5 Personen weiterhin die Chance, bei Let's Dance 2023 zu gewinnen. Show 9 von Let's Dance 2023, ganze Folge als Wiederholung sehen. Gestern Abend erfolgte wie üblich die Übertragung von Let's Dance 2023 zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL. Falls Sie die Sendung verpasst haben und sich diese als Wiederholung anschauen möchten, so bietet RTL Plus die Möglichkeit dazu. Wann läuft die nächste Folge von Let's Dance 2023? Genau wie die bisherigen Folgen? Wird am kommenden Freitag, dem 5. Mai 2023, eine neue Ausgabe von Let's Dance um 20.15 Uhr auf RTL übertragen werden. Dann geht es im Viertelfinale wieder zur Sache.